dass es eben hier einen Anruf von Herrn Fauci gegeben hat und vom Herrn Gallo und dass die damals eine Kopie dieses Papers haben wollten von der Frau Mikovic und sie wollten auch den isolierten Virus, also den LAV-Virus. Servus und hallo bei Bianca Killinger. Heute geht es bei mir um den Herrn Montagnier, weil er leider Gottes diesen Februar von uns gegangen ist, aber das wollen wir zumindest als Anlass nehmen, um uns mehr mit seinem Leben zu beschäftigen. Der Herr Montagnier ist ein französischer Virologe und auch ein Nobelpreisträger, ist aber absolut umstritten als Wissenschaftler. Und zwar, weil er nämlich sehr kontroverse Standpunkte in Bezug auf die Corona-Krise vertritt. Darunter eben fällt die Laborthese. Aber auch hatte er sich nicht unbedingt als Freund der Impfung gezeigt. Und er hat ebenfalls durchaus umstrittene Standpunkte in Bezug auf den Umgang mit dem HIV-Virus bekommen, obwohl er ja eigentlich den HIV-Virus gefunden hat und dafür auch den Nobelpreis erhalten hat. Naja, aber wir werden uns eben nicht nur mit dem Herrn Montagnier beschäftigen, sondern mindestens ebenso viel mit seinen Mitstreitern. Und da werden auch sehr bekannte Namen fallen, wie vor allem der Herr Fauci, der eben aufgrund seiner Rolle damals auch in dieser ganzen HIV-Geschichte relativ bekannt wurde und eben auch jetzt in der Corona-Krise eine tragende Rolle bei der Corona-Taskforce in den USA gespielt hat. Allerdings am Ende dieses Videos müssen wir uns die Frage stellen und da lade ich euch auch ein, hier mit zu kommentieren und euren Senf da dazu zu geben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum gilt der Herr Montagnier eigentlich als umstrittener Wissenschaftler und warum nicht der Herr Fauci und der Herr Gallo? Also, wenn euch das interessiert, dann unbedingt dranbleiben. Der Herr Montagnier hat 89 Jahre erreicht, also das ist durchaus ein Alter, auf das man durchaus stolz sein kann. Wir beginnen aber ganz weit vorne, zwar wo er nämlich geboren ist, und das war nämlich im Jahr 1932 in einem kleinen Ort in Jabri im Herzen Frankreichs. Er ging dann auch weiter studieren, unweit von seinem Geburtsort entfernt, an die Universität Poitiers und später studierte er in Paris, wo auch sein Lebensmittelpunkt war. Privat war er einmal verheiratet, und zwar hat er die Frau Dorothea Ackermann 1961 geheiratet und mit dieser hatte er auch drei Kinder. So, aber eigentlich ist er ja bekannt geworden durch diese ganze AIDS-Geschichte, also durch die Krankheit AIDS und den damit verbundenen Virus. Auch hat alles begonnen mit einem gewissen Herrn Rosenbaum im Jahr 1982. Der Herr Rosenbaum, falls ich es richtig ausspreche, war Klinikarzt am Hôpital Bichat in einem Krankenhaus in Frankreich und er hat eben den Herrn Montagnier um Hilfe ersucht. Ziel war es, die Ursache für ein neues Syndrom AIDS zu finden, das eben einige seiner Patienten damals hatten. Und die Vermutung, die er ihm äußerte, war, dass es sich um einen Retrovirus handelt. So, jetzt ist natürlich für uns interessant, was ist eigentlich ein Retrovirus? Und hier habe ich eine Definition von www.genome.gov. Retroviren verwenden RNA als genetisches Material. Wenn ein Retrovirus eine Zelle infiziert, macht er eine DNA-Kopie vom Genom, welches in die DNA der Wirtszelle eingefügt wird. Also soweit ich das verstanden habe, müsste es heißen, also der HIV-Virus kann auch mit unserer DNA etwas herumspielen. Im Jahr 1983 publizierte dann das Team am Pasteur-Institut in Paris unter der Leitung von Herrn Montagnier dann ein Paper rund um einen LAF-Virus, schwierig wie man das ausspricht, ja, Lymphadenopathy-Associated Virus. In jedem Fall haben sie diesen Virus eben von diesen AIDS-Patienten extrahiert.
Und das Papier, das ihm dadurch entstanden ist, ist im Magazin Science veröffentlicht worden und das ist ein sehr renommiertes Magazin, ich denke, bis zum heutigen Tag. Es gab aber dann auch noch einen ungeliebten Mitstreiter und zwar den Herrn Gallo. Das war nämlich ein amerikanischer Biomedizinforscher. Und im Jahr 1984 publizierte er mit seinem Team 4 Papiere, die sich ebenfalls um einen Retrovirus drehen, der AIDS auslösen soll. Und auch dieses Papier, also diese Papiere erschienen auch wieder im renommierten Blatt Science. Und ja, wie hier erwähnt wird, ist im HIV durchaus auch ein Retrovirus. Also der Herr Rosenbaum scheint ihm durchaus richtig gelegen zu sein. Naja, in jedem Fall ist das Ganze auf einen jahrelangen Streit hinausgelaufen und aber auch auf ein Geständnis. Ja. Es ging eben um die Entdeckung des HIV-Viruses, aber auch um Patentrechte. Und zwar insbesondere bei diesen ganzen HIV-Bluttests. Also man kann sich vorstellen, dass es hier um einen Batzen Geld gegangen ist. Und es war nicht einfach so, dass die zwei privat gestritten hätten. Tatsächlich ist es so, dass man teilweise Aufnahmen findet, wo die beiden auch später noch zusammengearbeitet haben. Aber eben hat das National Institute of Health und gegen das France Pasteur Institute, also man könnte fast sagen, USA gegen Frankreich, hatte hier einen Rechtsprozess laufen. Und 1991 gibt der Herr Gallo dann zu, dass der Virus von 1984 eine Probe war, die von Frankreich zugesandt wurde. Dieser ganze Rechtsstreit ist aber relativ kompliziert und ich habe nicht ganz herausgefunden, ob es klar war, dass der Herr Gallo jetzt offiziell den Virus gestohlen hätte. Ich denke, es ist darauf hinausgelaufen, dass es jetzt nicht so klar war oder dass es vielleicht ein Unfall war oder keine Ahnung was. Es ist aber so, dass einige Zeitzeugen das etwas anders sehen. Diese weiß ich aber nicht, ob die damals vor Gericht gestanden sind. In jedem Fall geben sie heute einige Interviews, ja. Und eine Person, die ganz, ganz besonders umstritten ist, eben in den Standardmedien, ist die Frau Judy Mikovic, die eben hier für America's Voice News ein Interview gibt über die Rolle des Herrn Fauci auch in dieser HIV-Krise damals. Und es gibt auch ein Buch, das sie gemeinsam mit ihrem damaligen Vorgesetzten, den Herrn Rossetti, herausgegeben hat. Und da kann man einige spannende Details über diese Geschichte, in der auch der Herr Montagnier eben involviert war und was eben auch in diesen Rechtsstreit gemündet hat, nachlesen. Und die Geschichte geht eben folgendermaßen. Ja? Ich habe soweit versucht zusammenzufassen, wie ich es gefunden habe, wobei ein Teil eben aus dem Buch entnommen ist und ein Teil eben aus Interviews von der Frau Mikovic. Aber die Frau Mikovic war eben damals Technikerin in Rossettis Labor, wobei man sagen muss, der Herr Rossetti ist in der Hierarchie unter dem Herrn Gallo gestanden, von dem wir ja vorher gesprochen haben. Sie war damals so 25 Jahre und sie war am Weg, ihren PhD zu machen. Und laut ihren Aussagen waren sie eben damals in einem Team dabei, die HIV vom Speichel und Blut von französischen Patienten isolierten. Wobei eben damals hieß es ja noch nicht HIV, sondern im Buch wird dann eben auch auf diesen LAF-Virus verwiesen. Es gab dann auch einen Durchbruch, wobei eben das auch im Buch von Herrn Rossetti erzählt wird. Und zwar war das, indem sie mit diesem Virus menschliche T-Zellen infizierten und das haben sie dann auch auf die Hut-78-Zelllinie übertragen. Und das Spannende dabei war eben, dass sie damit zeigen konnten, dass dieser Virus infektiös ist und auch übertragbar ist. Ja? Und dass es diesen Virus eben sozusagen gibt. Das war halt dann der Beweis dafür. Also der Herr Montagnier hat das offenbar nicht einfach nur erfunden. Und das ist allerdings eben nicht offiziell, sondern das ist eben die Erzählung von Herrn
von der Frau Mikovic und der Herr Rossetti. Ich persönlich finde aber, dass sie das sehr glaubwürdig eben erzählen, dass es eben hier einen Anruf von Herrn Fauci gegeben hat und vom Herrn Gallo und dass die damals eine Kopie dieses Papers haben wollten von der Frau Mikovic und sie wollten auch den isolierten Virus, also den LAV-Virus. Und die Mikovic hat damals eben abgelehnt. Man muss aber sagen, in der Hierarchie war der Fauci ziemlich weit oben. Also der Fauci war damals schon in einer direkten Position. Und in diesem Buch kommt übrigens auch vor, dass der Herr Gallo nach einer zweiten Probe angefragt hat beim Herrn Montagnier, also Probe für den Virus. Ja? Und anscheinend hätte der Herr Rossetti dem Herrn Montagnier davon abgeraten. Also die haben damals auch zusammengearbeitet. Allerdings hat es der Herr Montagnier eben doch gemacht, weil er eben den Patienten helfen wollte. Allerdings hat der Herr Rossetti eben damals schon dem Herrn Gallo nicht vertraut. Ja, ich wollte euch dann auch noch zeigen, dass die Frau Judy Mikovic, also wenn man sie auf Google eingibt, findet man eigentlich fast nur schlechte Sachen über sie oder irgendwelche Faktenchecker. Soll dann jeder für sich selbst entscheiden, was er glaubt und was nicht. In jedem Fall ist es aber so, dass der Herr Fauci, wie wir gesagt haben, eben damals schon in einer sehr hohen Position war. Hier sind zum Beispiel die Direktoren aufgelistet vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases und man sieht, dass der Herr Fauci bis heute dort der Direktor ist. Und vorn Herrn Fauci war es eigentlich so, dass die Direktoren mindestens alle 10 Jahre gewechselt haben. Ja, ich habe mir jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Präsidenten es in den USA dazwischen gegeben hat, aber der Herr Fauci hat auf jeden Fall seine Position viel länger gehabt als die meisten Präsidenten. Also so viel ist klar. Ja, und auch der Herr Gallo, das ist auch interessant, was der auch heute macht. Der ist heute 84 Jahre alt. Er ist nach wie vor mit Teams aktiv in der HIV-AIDS-Forschung und er hat zum Beispiel ein Programm für Kliniken in Baltimore, Afrika und der Karibik, wo eben an HIV-Patienten geforscht wird oder diese auch versorgt werden. Und was ihm auch sehr interessant ist, ist, dass es auch Millionenförderungen gibt für Impfungen gegen HIV, also für die Teams vom Herrn Gallo. Und Geldquellen sind hier ganz besonders das NIH und die Bill und Melinda Gates Stiftung. In dem Buch von der Frau Mikovic wird dem Herrn Gallo und dem Herrn Fauci durchaus eine sehr gute Beziehung unterstellt. Wenn ich aber heute Gallo eingebe auf Wikipedia, kommt da keine direkte Verbindung zum Herrn Fauci. Aber die Rossetti und Mikovic behaupten eben, dass die damals schon häufig Mittagessen waren. Und was zumindest vielleicht auch für eine Verbindung sprechen könnte, ist, ich habe nachgelesen, beide haben zumindest Vorfahren, die aus Italien stammen. Also vielleicht könnte das auch etwas Verbindendes sein. Aber muss es natürlich nicht sein. Ja, in jedem Fall, gehen wir jetzt wieder zum Herrn Montagnier zurück, hat der Herr Montagnier einen Nobelpreis erhalten für die Entdeckung des HIV-Virus. Den hat er eben aber erst im Jahr 2008 erhalten und zwar gemeinsam mit dem Herrn Barré-Sinoussi. Mit dem hat er eben auch am Pasteur-Institut zusammengearbeitet. Und der Herr Gallo ging leer aus. Da sehen wir eben jetzt auch noch Fauci's Reaktionen dazu, wo man dann durchaus sagen könnte, okay, vielleicht haben sie doch ein gewisses Naheverhältnis, aber es kann natürlich auch einfach nur eine professionelle Zusammenarbeit sein. Hier haben wir eine Übersetzung, ich habe sie im Google Translate eingegeben, vielleicht ist sie nicht ganz sauber, aber ungefähr. Er hat ihm gesagt, ich denke, Bob hat einen sehr, sehr wichtigen Beitrag auf dem Gebiet von HIV geleistet, indem er den stärksten Beweis für das Virus lieferte, das zuerst von Montagnier als Erreger von HIV identifiziert wurde. Und er hat das eben in einem Telefoninterview gesagt. Andere Aussage war, es ist bedauerlich, dass das Komitee den Preis nicht an mehr als 3 Personen vergeben kann, fügte Fauci hinzu. Wenn sie könnten, dann bin ich sicher, dass Bob es sehr, sehr verdient hätte. Den Herrn Robert Gallo nennt er auch Bob. Ja, interessant, wie gesagt, waren eben, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Herrn Montagnier, nicht
Nur der Umstand, dass der Montagnier eben auch der Entdecker des HIV-Virus war, sondern auch, was er zum HIV-Virus und zum Umgang gesagt hat. Ja? Hier haben wir ein Zitat. AIDS führt nicht zwangsläufig zum Tod, besonders wenn man die Kofaktoren unterdrückt, die die Krankheit unterstützen. Es ist sehr wichtig, dies den infizierten Personen mitzuteilen. Ich denke, wir sollten den Kofaktoren jetzt das gleiche Gewicht beimessen wie HIV. Psychische Faktoren sind entscheidend für die Unterstützung der Immunfunktion. Wenn Sie diese psychologische Unterstützung unterdrücken, indem Sie jemanden sagen, dass er zum Tode verurteilt ist, haben ihn allein Ihre Worte verurteilt. Es ist zumindest relativ spannend, dass der Herr Montagnier auf psychische Faktoren verweist. Es ist nicht unbedingt das, was man erwarten würde. Ich persönlich würde erwarten, dass der Entdecker des HIV-Viruses auf Medikamente und auf Impfungen verweist. Dem ist aber überhaupt nicht so. Dann gibt immer wieder mal Interviews. Es ist aber interessant, dass viele seiner Interviews eben nicht mehr auf YouTube abrufbar sind, sondern dass man auf andere, bösere Seiten gehen muss. Seine Maßnahmen würden so ausschauen. Wichtig ist ein gutes Immunsystem, Vermeidung von oxidativen Stress, gute Ernährung, Antioxidantien geben, Hygienemaßnahmen und andere Infektionen eindämmen. Und er sagt eben, einfache Maßnahmen statt Impfung und Medikamenten wäre wichtig, aber das Ganze gibt halt keinen Profit und es gibt jetzt auch keine Organisationen, die in diese Aufklärungsmaßnahmen etwa unter anderem auch in Afrika investieren würden, weil eben zum Beispiel die Bill und Melinda Gates Foundation, die investieren halt auch wandern in Impfung und Medikamente. Und die sind eben hier ein sehr, sehr großer Geldgeber. Aber ja, interessante Standpunkte, die der Herr Montagnier hier vertritt. Und was man auch dazu sagen muss, soweit ich das mitbekommen habe, war die Geschichte von AIDS in den 80ern eben auch sehr von schlimmen Nachrichten getrieben, Angst und Panik. Ja, und jetzt gehen wir schon zur Corona-Krise. Und der Herr Montagnier hat eben auch gesagt, dass das Virus aus einem Labor stammt. Er hat ein Video gegeben, das durchaus Wellen geschlagen hat. Und er hat ihm auch gesagt, dass dieses Virus mit kleinen HIV-Sequenzen versetzt wurde. Konkret hat er von einem mRNA-Band gesprochen, in das man kleine HIV-Sequenzen eingesetzt hat. Er hat ihm auch gesagt, dass es das Werk von Profis wandern ist. Und dass es auch indische Forscher gegeben hat, die zu einem ähnlichen Ergebnis kamen. Da möchte ich übrigens auch auf ein früheres Video von mir verweisen, weil auf diese Studie, die dann die Forscher zurückziehen mussten, bin ich damals auch gekommen. Und er hat eben auch gemeint, dass die halt auch wahrscheinlich unter Druck geraten sind. Den Zweck, hat er gesagt, das weiß er nicht genau. Also man könnte zum Beispiel vermuten, dass man versucht hätte, hier eine HIV-Impfung zu erstellen. Und da hat er eben von diesen Alpha-Variante damals gesprochen, weil das Video war im Jahr 2020, also so. Ich habe es gesehen im April 2020, da war es aber dann schon übersetzt. Und auch hier, was wiederum interessant ist, ist, dass die Frau Mikovic durchaus ähnliche Standpunkte vertritt wie der Herr Montagnier. Also es hat zu Beginn der Pandemie, also wo man auch bei uns angefangen hat mit den Lockdowns, eine Doku, würde ich sagen, gegeben, die hat Plandemic geheißen, die ist aber dann relativ schnell auch zensiert worden. Und damals hat die Frau Mikovic schon gesagt, dass es hier auch um eine Pandemie geht, bei dem der Virus eben höchstwahrscheinlich aus einem Labor stammt. Gleichzeitig ist es sich auch interessant, eben sich auch anzuschauen, was sagt jemand, der damals auch schon groß geworden ist durch die HIV-AIDS-Krise. Und der Herr Fauci ist ja sehr oft auch im TV aufgetreten. Und damals war halt das große Paradigma, wenn man zum Beispiel gesagt hat, das Virus könnte aus einem Labor stammen, dann war das eine Verschwörungstheorie. So, und jetzt kommt aber immer mehr raus, dass eben das NIH riskante Coronavirenforschung in Wuhan finanzierte. Und was eben auch noch der Fall gewesen ist, das ist, dass ein Teil von Fauci's E-Mails eben auch offengelegt wurden, weil sie eben durchaus von Brisanz waren. Das waren E-Mails von 2020 und eben besonders spannend war hier eine Konversation mit Anderson, das ist ein Wissenschaftler,
wo sie über die Möglichkeit eines Engineered Virus schreiben. Und warum ist dieser Anderson ganz besonders spannend? Weil da nämlich eine Studie herausgegeben wurde im Jahr 2020, wo gestanden ist, das Virus kommt nicht aus einem Labor. Und diese eine Studie, und das habe ich ihm auch damals in meinem Video schon gesagt, war halt sehr interessant, dass die rund um die Welt gegangen ist. Also rund um die Welt haben die alle Zeitungen in verschiedensten Sprachen hier auf diese eine Studie verwiesen. Und dann ist es halt doch interessant zu wissen, dass nicht allzu lange Zeit vor Veröffentlichung dieser Studie der Herr Fauci und der Herr Anderson hier eine Konversation hatten über einen möglicherweise einen Engineered Virus, also einen künstlich kreierten Virus. Und dann plötzlich ändert sich eben die Wissenschaft bis zur Herausgebung des Papers. So viel zur Labortheorie. Also hier sieht man auch wieder, der Fauci und der Herr Montagnier sowie die Frau Mikovic vertreten hier durchaus recht verschiedene Standpunkte. Und ein weiterer Standpunkt, in dem eben der Herr Montagnier ganz andere Dinge spricht, als wie die Wissenschaftler, die wir so sehen, unter anderem den Herrn Fauci sehr häufig, ist die Kritik an Massenimpfungen, die hier der Herr Montagnier äußert, insbesondere an den Massenimpfungen bei den Kindern. Und da geht es ja natürlich um die C-Flüssigkeit. Es waren einige seiner Thesen, haben andere Wissenschaftler versucht zu widerlegen. Da ist es eben auch darum gegangen, um dieses Antibody-Dependent Enhancement, wovor er eben gewarnt hat. Da hat es auch einige andere Wissenschaftler gegeben, die davon gewarnt haben. Das wäre eben zum Beispiel, dass es sein kann, dass man eben, wenn man zum Beispiel die Flüssigkeit erhalten hat, kann aber auch sein, wenn man zum Beispiel den Virus auf natürliche Weise hatte und dass man, wenn man dann später mit einer anderen Variante konfrontiert wird, dass man dann eben stärker darauf reagiert. Da haben aber wiederum die Gegenseite sagt dann, nein, das ist bei dieser Flüssigkeit nicht so, da wurde in manchen Teilen eben darauf geachtet. Oder eben auch, dass neue Varianten entstehen durch die Flüssigkeit. Auch darauf verweist der Herr Montagnier. Und auch hier gibt es wieder die Kritiker, die sagen, na, es sind viele Varianten, die eben nicht durch die Flüssigkeit entstanden sind, sondern durch natürliche Weise. Man versucht eben mit dieser Flüssigkeit dagegen vorzugeben, dass neue Varianten entstehen. In jedem Fall war es aber so, dass der Herr Montagnier gesagt hat, und das war gar nicht so lange vor seinem Ableben, dass er eben, also höchstens ein Jahr vorher circa, am Institut Pasteur, an Patienten forscht, die nach der Impfung Corona bekamen. Und sein Ziel war es eben schon, dass er beweisen kann, dass dadurch Varianten entstehen, die resistent gegen die Impfung sind. Ja, er hat dann auch zum Beispiel Interviews für Stiftung Corona-Ausschuss gegeben. Das ist eine Vereinigung unter dem Anwalt Herrn Füllmilch, die eben hier bestimmte Dinge aufrollen wollen bei dieser ganzen Corona-Krise. Ja, aber leider Gottes ist der Herr Montagnier mittlerweile ausgestiegen aus diesem Rennen. Also am 8. Februar 2022 ist er dann in Paris verstorben. Dinge, die wir uns vielleicht mitnehmen können, ist Folgendes. Also der Herr Montagnier hat durchaus ein sehr spannendes Leben geführt. Ihm ging es offenbar nicht immer nur darum, anderen zu gefallen, weil sonst hätte er die Dinge nicht gesagt, die er gesagt hat. Und durchaus interessant ist eben auch die Rolle des Herrn Fauci und des Herrn Gallo und auch in welche Positionen sich die beiden Herren nach wie vor befinden. Und vielleicht lässt sich dann auch besser verstehen, warum es einerseits die offizielle Wissenschaft und den Konsens der Wissenschaft gibt und andererseits die umstrittenen Wissenschaftler. Vielleicht liegt es auch an den politischen Positionen, die jeweiligen Wissenschaftler vertreten. Aber ja, ihr müsst euch schlussendlich euer eigenes Meinungsbild schaffen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Ganzen hältst. Dankeschön, falls ihr bis jetzt durchgehalten habt. Über ein Abo freue ich mich natürlich. Tschüss und wir sehen uns.